herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Mein Name ist JSOC303. Heute sind wir nicht in der Mod-Schule. Heute sind wir auf meinem Desktop. Wer hätte das gedacht? Kurzes Video zum Kollegen Zeugen. Hier sieht man schon aus dem Lightfall-Trailer, Game Awards-Trailer. Er hat 5 Finger, also 1, 2, 3, 4 und 5. Was hier sehr gut auffällt, ist, dass diese Finger, also 3 mit dem Daumen, nicht, also 2 Finger und einen Daumen, nicht in dem Suit, in dem Anzug zu sehen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber ich komme gleich noch auf ein paar andere Details, die mir aufgefallen sind, und ich hoffe nicht, dass das ein Render-Problem ist oder so bei Bungie, aber da komme ich dann später gleich drauf. Wird ein kurzes Video, ist eine Kurzanalyse, und dann gucken wir mal rein. Also, wir haben hier Witch Queen, den Render-Trailer zum Game Awards-Trailer von Lightfall, genau. Und hier von dem, was ich gerade gezeigt habe. So, auf was will ich eigentlich hinaus? Hier sieht man deutlich keine Handschuhe. Ja, Big Brain, JSOC, hat's gesehen. Also, könnten auch die Finger so sein, aber ich denke mal, ein Render-Problem wird das nicht sein. Auch wenn das Gesicht ein bisschen anders Emotionen zeigt, das ist ja eine Render-Sequenz, das natürlich auch, aber das war außerhalb von Witch Queen. Witch Queen, am Ende haben wir den ja erstmal kennengelernt, den Kollegen. Und wie man sieht, unglaublich humanoid. Also humanoid heißt nicht menschlich, sondern nur menschliches Aussehen. Ja, also Android, humanoid und so weiter. Hier sieht man aber komplett verdeckt. Also wenn man das jetzt mal zusammenzieht, entweder ist das gar nicht der Zeuge oder ist es jemand anders. Vielleicht sind wir das? Ich habe keine Ahnung. Das wär's, ne? Nee. Und dann kommen wir einfach mal zu den unglaublichen, ja, menschlichen, ja, wie soll man sagen, Sinnesorganen sowieso. Also das Auge, das ist hier zu sehen, das ist die T-Linie, also eigentlich humanoide Erkennungsmarke, wenn man so will. Und das Auge ist eine visuelle Wahrnehmung, ja? Also Ohren sieht man nicht so richtig, das wäre dann die auditive Wahrnehmung. Aber er hat eine Nase. Uiuiuiui, er kann ja was riechen, das wäre die olfaktorische Wahrnehmung. Und der Mund, naja, müssen wir mal sehen, was draus wird oder so. Aber man kann hier so leichte Züge erkennen, das wäre dann die gustatorische Wahrnehmung. Die Haut selber, weil er hat ja so eine Art multidimensionalen Suit an, sage ich jetzt mal. Ja, sieht man ja überall. Wäre dann, ich glaube, die haptische und taktile Wahrnehmung heißt das. Ich habe das vorhin mal nachgelesen. Würde dann wiederum für einen Menschen sprechen. Also meine Theorie ist so ein bisschen, und hoffentlich ist die auch wieder falsch, das ist ja egal, dass der Kollege hier, unser Zeuge, ein korrumpierter Mensch ist vielleicht. Ja, nicht aus dem goldenen Zeitalter, sondern weit, weit davor und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie man es genauer sagen soll, weil man sieht es ja hier deutlich. Und wenn man das weiterspulen lässt bei Bungie, dann seht ihr diese Szene und da gibt es eine riesen Diskussion und ach, der Zeuge, habt ihr das gesehen? Der ist ja im Weltraum. Jetzt guckt ihr euch aber mal diese Szene genau an. Hier ist keine Pyramide. Hier ist nur Weltraum. Und er macht, wenn er es denn überhaupt ist, eine Gestik, oder eine Geste in Richtung Licht. Man sieht es ja ein bisschen. So, jetzt lasse ich das nochmal laufen. Jetzt ist er aber hier zu sehen, nicht im Weltraum. Also die zwei Szenen, gekonnt wieder zusammengeschnitten, gehören nicht zusammen. Das sieht man auch an dem Winkel. Ich verliere mich jetzt in Details, aber das mache ich gerne. An dem Winkel des Arms, ja, des linken Armes. Also ich zeige es gerne nochmal. Super Analyse, ne? Aber hier sieht man es schon. Also das scheint dann schon ein anderer Hintergrund zu sein. Und ja, dementsprechend können wir es nicht richtig, ja, katalogisieren, möchte ich mal sagen. Das Problem mit dem Zeugen ist, ich kann es hier nochmal zeigen, weil ich das rausgearbeitet hatte, dass man es irgendwie nicht einschätzen kann. Wie gesagt, es geht hier rein nur darum, dass er die T-Linie sowieso hat, dann hat er die Gliedmaßen, also eigentlich schon menschenähnlich.
Dass er nicht aussieht wie ein Mensch, ist klar, weil er hat ja ein bisschen Qualm aus dem Kopf. Aber wer hat das nicht, selbst ich am Sonntag? So, das habe ich mir mal hier nebenbei aufgeschrieben. Die Akte Zeuge, was die meisten Fragen daran sind. Ich habe ein paar gewebt von mir selbst und von der Community. Und das sind 9 Punkte. Und zwar, manche sind haarsträubend, die kommen nicht von mir. Aber ich sage immer dazu, wo ich dann denke, oh, das könnte schon sein. Also erstens, wovon ist denn dieser Mann der Zeuge? Ja, oder dieser Humanoid, der menschenähnliche dunkle Bruder, hätte ich fast gesagt. Und hier steht, Zeuge wovon? Great Collapse. Wer vielleicht der Reisende ist, ob er es weiß, ob er ein Zeuge von irgendeinem Verbrechen geworden ist, vielleicht im gesamten Universum oder so. So, Humanoid ist klar, menschenähnlich oder gar kein Mensch oder ein Mensch, der korrumpiert wurde und nur quasi wie Mephisto, ja, als menschenähnlich dargestellt wird und dann der böse Teufel ist und so. Hoffentlich nicht. So. es könnte ein Hüter sein, der auf die dunkle Seite gewechselt ist. Ein Mensch mit einem multidimensionalen Schutzanzug, wer kennt sie nicht, ich auch nicht. Eine Gottheit der Menschheit sogar, also Richtung Prometheus, ja, Kinofilme und so. Der Begründer der menschlichen Zivilisation, also, ja, sind wir wieder bei Prometheus. Das Böse in Gestalt einer doch menschlichen Ähnlichkeit, ich hatte es gerade angesprochen, also so Mephisto-ähnliche Einlage, wäre ein bisschen zu, ja, viel Literatur für ein Videogame, aber man weiß es ja bei Manji nicht. Oder einer der ersten Erwachten und der Feind von Mara Soth. Das fand ich spannend, weil das war nicht meine Idee. Aber man sieht das hier unten. Sieht auch nicht so aus wie menschliche Haut. Ne? Dieses bläulich eingefärbte könnte aber das Umgebungslicht etc. pp. Sein. Weiß man nicht. Man hat ja hier auch die Reflexion auf dem Anzug, aber es ist definitiv ein Anzug. Ähnlich wie bei Ralk. Ich meine aber doch ein bisschen komplizierter. So, dann kommt das Letzte und zwar ist es der Bruder von Mara Soth. Faktor, Zeitliniendrama, so wie Elsie Bray ein bisschen. Und da muss ich sagen, da habe ich erstmal kurz drüber nachgedacht und habe so gemeint, wie jetzt? Was? Aber es könnte natürlich auch sein, dass er natürlich durch seinen ganzen Kram, den er in der Vergangenheit gemacht hatte, also er wurde ja quasi, wir haben das ja bei Forsaken, ist leider momentan Destiny Content World, sorry für alle Neuen da draußen, aber dort in der Story haben wir ja erlebt, wie er quasi an der Nase rumgeführt wurde. Quasi korrumpiert, kann man schon sagen. Dass er jetzt natürlich Krähe heißt und sinnlos auf dem Helm rumsteht, ist noch was anderes, aber ist eine schöne Idee. Ich weiß nicht, wo ich es mal gelesen hatte. Ich glaube bei Reddit. Und Reddit sollte man ja, naja, nicht so ernst nehmen, ne? Im Zweifel. Wie gesagt, sollte ja ein kurzes Video sein mit einer Mini-Analyse. Wichtig finde ich halt diese Szene hier, weil das Letzte ist, was wir gesehen haben. Und hier sieht man auch, dass die Hand nicht ausgestreckt ist, etc. Also es scheint irgendwie eine Kombination aus der Cutscene zu sein. Ich kann es nicht sagen, ich bin nicht bei Bungie. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Am Ende noch ein Punkt, der mir persönlich so immer aufgefallen ist bei Destiny. Man muss immer mit Vorsicht genießen, was Bungie macht. Also jetzt nicht die Trailer oder in negativem Sinne, sondern mit Vorsicht meine ich, verschiedene Narrative Leads haben das Unternehmen natürlich auch verlassen, wie jetzt der Senior Lead Community Manager DMG. Aus den und den Gründen, weil das spielt ja keine Rolle. Aber die Destiny-Story wurde von Destiny 1 an, also Jason Jones hat es mal erzählt, komplett umgeschrieben. Und zwar nicht nur einmal. Das heißt, jedes Mal, wenn man dachte, wie bei Elsie Bray, genau, und das müsste doch. Und dann hast du die Idee und dann kam alles anders, ein bisschen konfus vielleicht, aber manchmal hat es dann doch gepasst. Also man muss dem Ganzen immer ein bisschen Spielraum geben. Bei der Zeuge, und das kann ich am Ende ja einfach nochmal zeigen, ist für mich kein Comic-ähnliches Wesen, also auch nicht vom Zeichnungsstil, weil da kenne ich mich ein bisschen aus. Es passt auch nicht so wirklich in das Universum, was ich persönlich gut finde, weil genau das dann, wie hier im Video, ein Gesprächsthema ist. Also, was haltet ihr davon, dass der unbedingt humanoid, also fast schon wie ein Mensch aussieht und hier oben an der, ja, Stirnlappen-ähnlichen Seite, also an den drei Seiten sieht man auch, das könnte sogar vielleicht sogar ein
ja, weiß ich nicht, was verzaubert ist, wie ein Gefängnis sein, dass er im Anzug steckt und irgendwas macht. Oder er wird dafür gezwungen oder irgendwie in der Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Weil es ist irgendwie nicht ganz klar. Aber hier nochmal gesehen, Finger zu sehen, vor allem komplett. Also man sieht auch die Glieder. Ja, also es ist menschlich. Und hier ist halt zu. Und da hatte ich erst gedacht, er hat nur 3-4 Finger. Aber nee, wenn das der Zeuge sein sollte, dann sind es 5. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören wieder mal. Waren nur so ein paar schräge Gedanken zwischendurch. Ich mache da nochmal ein größeres Video von dann später, wenn wir mehr Daten haben. Und dann würde ich einfach sagen, habt einen schönen Sonntag. Schreibt mir mal eure Meinung, was ihr denn so denkt, wer der Zeuge überhaupt ist und warum er menschenähnlich aussieht. Weil das Universum ist doch quasi unendlich. Und hier geht es um die Dunkelheit, die über Jahrmillionen und dann den Reisenden verfolgt. Und am Ende ist es jemand, der 5 Finger hat, Augen und eine Nase. Also nicht im negativen Sinn, aber ich meine nur, das wäre ein bisschen in der Konsequenz zu kurz gefasst, oder? Oder es wird ein guter Plot-Twist. Man weiß es nicht. Wie gesagt, JSOC303 ist raus, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und genießt eure Freiheit. Bis dahin. Bye, bye.